Und dann schaut euch noch ein letztes Mal unser Team an. Und jetzt natürlich nur die Leute, die aktiv da sind. Und weibliche Charakter, wie gesagt, Geburtstag sieht man ja da. Ne, Leute, die da sind, oder weibliche Charakter tatsächlich über ein, über halt Spitznamen oder was anderes, weil die will ich auch mit einbauen. Dann einmal Spongy. Schreibt mir mal drüber, wer es ist. Und dann fehlt noch der gute Chicken. Mit den denn? Da haben wir. Warum ist Chicken nicht auf der Bank? Ach ja, weil wir bessere Leute haben. Tatsächlich. Tatsächlich ist Chicken nur die Reserve von der Reserve. LOL. LOL, weil sogar Hoffel besser ist. Haha, LOL. Ich habe lange nicht mehr reingeguckt. Er ist halt eine Maschine. Er auch. Da haben wir Spongy drin, weil das kann Chicken, glaube ich, gar nicht. Oder? Nee, nicht gut. Das ist so eine Position, wo er nur halb gut kann. Und hier ist auch Hoffel besser. Die drei sind alle besser. Und dann haben wir halt Valderrama, der noch besser ist. Und, wir Tannen. Die haben uns halt beide, die haben uns halt beide als Ersatzmänner gute Dienste geleistet, gute Tore gemacht. Einen guten Hoffel packe ich auch wieder mit rein. Er ist ein nicer Guy. Den machen wir tatsächlich mit, auch mit rein. Auch wenn er gerade nicht so aktiv im Stream da ist. Den nehmen wir tatsächlich auch mit. Dann haben wir nämlich schon mal 1, 2, 3, 4 Leute. Sunny, du darfst dir mal einen Spitznamen überlegen. Schreib mir mal bitte einen Spitznamen für dich auf, also einen männlichen Spitznamen, den du gerne haben wollen würdest. Also, oder einen männlichen Namen, den du gerne haben würdest für deinen Charakter. Dann dein Geburtsdatum und deine Größe bitte, also mir privat auf Discord bitte schicken. Dann kann ich dich nämlich hier mit einbauen. Wir fangen nämlich von vorne an. Nicht jetzt, das machen wir am Mittwoch, weil wir da am Mittwoch noch nichts drin haben. Machen wir das am Mittwoch und ich will dich mit einbauen in dieses Team. Dass du mit in diesem Spiel bist. Lisa muss ich auch noch fragen und der Lina muss ich auch noch fragen. Tatsächlich, weil die auch sehr aktiv sind. Und ich will wirklich jeden mit einbauen. Und ja, wir haben Riesenzwerg noch, aber der ist so gut wie nicht da. Den packen wir raus. Riesenzwerg ist zum Beispiel einer, der nicht wirklich da ist. Dann der gute Mario, der ist aber noch in unserer zweiten Mannschaft. Und halt Hero. Ich habe gesagt... ja, kenne ich. Das ist richtig, das muss ich mir trotzdem aufschreiben. Beziehungsweise schreib mir einfach deine Größe und deinen, den Namen, den du haben willst, aufgepostet. Und das werde ich schon auswendig hinkriegen. Das passt. Weil Größe weiß ich nicht auswendig. Das merke ich mir nie. Ich denke immer, du bist 1,70, aber du sagst immer, du bist nicht 1,70. Und deswegen bin ich verwirrt. Da bin ich jedes Mal lost.
22, okay, das passt. Ja. Das weiß ich, Sunny. Das ist alles gut. Ich weiß, dass du das nicht bist, aber ich denke das immer. Deswegen, ja, alles gut. Okay, dann schreibe ich mir das kurz auf. Welche Nationalität möchtest du haben, Sunny? Dann fragen wir kurz. Willst du wegen dem Spitznamen Nationalität Japan oder willst du, dass es Deutschland ist? Darfst du dir aussuchen? Dann schreibe ich es nämlich noch mit rein. Wenn du sagst, mach mal einen Japaner, dann ist es okay. Würde sogar zur Größe passen. Actually. Soll jetzt kein Hate oder sowas sein, aber es würde sogar perfekt zur Größe passen. Wenn wir einen Japaner machen. Dann weiß ich auch, wie ich deine Werte einstelle. Wenn du sagst, mach Japan. In Deutschland. Okay, dann passt es. Dann weiß ich auch, wie ich seine Werte einstellen kann. Dann fangen wir da nämlich von vorne an und wir machen jeden Mittwoch machen wir ein Spiel. Dann simulieren wir bis zum nächsten Spiel. Oder machen ein Spiel, simulieren bis zum nächsten Spiel. Und dann gucken wir, weil dann haben wir ja immer noch alles Zeug. Dann machen wir ab Mittwoch, also ab den kommenden Mittwoch, machen wir die Vorbereitung. Was wir danach machen, weiß ich noch nicht. Also nach Football Manager immer, wenn wir das fertig haben. Auch einen guten Romero wollte ich eigentlich auch mit reinpacken. Aber einfach weil er es sich verdient hat. Aber dann wird schon ein Hoffel. Und nichts gegen Romero, aber der ist 36, der wird uns nicht lange begleiten. Seine Werte gehen schon alle runter. So, no hate, aber die gehen alle runter. Da kann ich nichts machen. Kurze Frage, Leute. Soll ich von eurem Lieblingsverein einen Spieler nehmen und den dann umbenennen? Schreibt mal bitte jeder rein, ob ja oder nein. Also Lieblingsverein heißt im Falle von Tod von der zweiten Mannschaft. Gibt es das überhaupt? Gibt es. Im Sinne von Sunny ist es egal, ob erste oder zweite Mannschaft, weil von dritte Liga zu fünfte Liga ist kein, da ist ein Unterschied drin, ja, aber das ist kein so großer Unterschied. Das zählt dann halt als ein Spieler, der es nicht geschafft hat und seine letzte Chance bekommt und hier halt ein Spieler, der noch nicht bereit war dafür, würden wir dann halt nehmen. Und ein Spieler, der halt in dem Fall halt von der ersten zur zweiten gegangen ist. Und von der zweiten dann halt zu uns, auch als letzte Chance oder so, wie wir es sehen. Wäre halt dann Regionalliga, das wäre dann halt von den Werten her schon eine Liga zu gut von uns. Eine Liga höher als wir, aber das macht keinen. Ne? Das macht keinen Unterschied. Und Spongy, bei dir, du darfst dir übrigens einen Verein aussuchen, von dem ich den Spieler nehmen soll. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, was weiß ich, lass, gibt's eigentlich, nee, gibt's nicht. No, die haben keine zweite Mannschaft, okay. Also, Leipzig können wir nicht nehmen.
Aber wenn du zum Beispiel sagst Freiburg, dann nehmen wir Freiburgs zweite Mannschaft. Oder wenn du sagst Wolfsburg, dann Wolfsburgs zweite Mannschaft. Sowas halt. Du darfst dir einen Verein aussuchen. Wir können ja auch... weil du da ja in der Nähe wohnst. Ich weiß nicht genau, wo du wohnst mehr auswendig. Das hast du mir mal geschrieben. Ich hab dir ja mal ein paar Sachen zugeschickt. Dein Paket kommt übrigens auch noch. Das mache ich dann noch. Das muss ich... Ich bringe jetzt erstmal Lisas Kabel zur Post und dann gucke ich, also morgen, übermorgen. Und dann gucke ich, was noch an Geld da ist und dann schicke ich dein Paket auch weg. Wir können hier, FC International Leipzig, was auch immer das ist. Hier, wir können, Lokomotive Leipzig nehmen zum Beispiel. Die haben jetzt keine originalen Trikots drin, weil ich die nicht reingepackt habe. Und auch keine Logos. Aber da können wir zum Beispiel was nehmen. Die sind Regionalliga. Eine Liga höher als wir. Aber das macht nichts. Und ja, 2003 Gründungsjahr, weil die neu gegründet wurden. Lok Leipzig, die wurden neu gegründet. Dann in Leipzig, okay. Welchen Verein sollen wir nehmen von Leipzig? Warte, ich guck kurz. Dann schreibe ich mir das nämlich dazu. Wir können Lokomotive Leipzig nehmen, wir können Chemie Leipzig nehmen. Welche Liga spielen die? Auch Regionalliga, das ist okay. Chemie Leipzig können wir nehmen und International Leipzig. Ja, International Leipzig können wir auch nehmen. Lokomotive, okay, machen wir. Dann willkommen zurück, Lisa. Aber ich kann es verstehen, wenn du keinen Bock mehr hast. Manchmal hat man einfach nicht die Motivation dazu. Spongy, ich schreib mir das auf. Lisa. Alles gecrashed aus dem Minecraft Superhelden. Ja, das ist... Manchmal hat der PC aber so Tage. Ich kenne das auch, wo bei mir nichts funktionieren will und alles. Also, ich kenne das gut. Ich kenne das. So, sowas ist immer mies. Lisa, kurze Frage. Oder kurze Sache. Such dir bitte einen männlichen Spitznamen aus. Also, ich brauche einen männlichen Spitznamen von dir. Ich brauche einen männlichen Spitznamen von dir. Und oder halt einen männlichen Namen, den du gerne für deinen Charakter haben willst, weil ich will auch, ich will jeden hier mit einbauen. Ich will von vorne anfangen. Am Mittwoch mache ich das. Ich sammle nur schon mal die Daten. Am Mittwoch mache ich das. Möchte jeden mit einbauen, der sich's verdient hat. Auch so Sunny zum Beispiel. Und dich will ich auch mit einbauen. Da brauche ich einen männlichen Namen von dir. Und dein Geburtsdatum und deine Größe. Und Nationalität machen wir dann halt deutsch. Weil du ja, ne? Wenn Leute zwei Nationalitäten haben, dürfen sie das gerne sagen. Dann dürfen sie sich aussuchen, welche sie haben. Oder wenn du halt einen Spitznamen nimmst, der zum Beispiel japanisch ist, dann frage ich auch, willst du Japan nehmen oder willst du Deutschland nehmen? Nur so als Beispiel, habe ich Sunny auch gefragt. Und sie meinte, lass Deutschland nehmen. Ich hätte ja gesagt, lass den Namen von deinem Maskottchen nehmen, dass du im Stream hast, aber das ist leider auch weiblich. Tatsächlich. Ja, tatsächlich ist dein Maskottchen auch weiblich. Worauf habe ich jetzt auf das Lied? Habe ich jetzt gerade gar keinen Bock. Kommt dann von Chicken übrigens, dieses Zero Fucks Given. Und da habe ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf. Ich habe zurzeit auf viele Lieder gar keinen Bock. Weil Chicken gemeint hat bei dem einen Lied, oh ja, nur wegen diesem einen Typen. Ne, das liegt nicht daran. Ich habe auf viele Lieder gerade keinen Bock. Das könnte ich auch gerade wieder skippen. Am besten in Discord, dann kann ich mir das rauskopieren. Und in den Bot reinschicken, weil ich habe das jetzt im Poke2-Bot geschickt.
Da habe ich die ganzen, auch alle Spieler, die gerade da sind, wie Chicken, Spongy, Toad und so, die habe ich alle als die Screenshots da gespeichert. Und Sunnys Sachen habe ich da auch gespeichert. Wobei von hier hätte ich es auch rauskopieren können, aber das ist okay. Discord ist immer besser. Dann haben wir tatsächlich schon fast unser. Ach so, Sunny, such dir bitte eine Position aus, wo du spielen willst. Also Mittelfeld ist frei, Stürmer ist frei und Verteidigung ist frei. Toad, Spongy und Chicken bleiben auf ihrer Position. Und Torwart ist natürlich auch frei. Aber mit der Größe würde ich dir nicht raten, ins Tor zu gehen. Weil sonst machen wir wirklich Japan als Nationalität, dann ist okay. Aber da du sagst, nicht Japan machen, machen wir nicht Torwart. Okay, passt. Das passt ganz gut, Lisa. Wenn du eh eine kleine Verbindung damit hast, passt das. Schicke ich mir das mal rein. Dann muss ich aber in Klammern schreiben, wer das ist. So, Lisa, dann auch für dich die Frage. Das kannst du mir aber in Twitch-Chat schreiben. Das kannst du mir jetzt hier im Twitch-Chat schreiben. Deutschland oder Japan als Nationalität für deinen Spieler? Oder Korea? Deutschland, Japan oder Korea? Weil das kann auch ein koreanischer Name sein. Also Südkorea meine ich natürlich jetzt damit. Deutsch, okay. Okay, passt. So, dann Lisa, für dich auch die Frage nochmal. Kannst du auch hier beantworten, hätte ich gleich mitfragen können. Abwehr, Mittelfeld oder Stürmer? Torwart ist auch für deine Größe nicht geeignet. Soll gar kein Hate sein. Wenn wir einen Japaner draus machen, darfst du gerne auch Torwart nehmen. Die sind ja immer ein bisschen kleiner, deutlich kleiner. Aber sonst. Also alles außer Torwart ist noch frei. Und ja, tatsächlich ist noch ein St Abwehr. Okay, gut. Dann wird unsere Abwehr fast voll. Gut, wir müssen halt dann dementsprechend von unserem Spieler gucken, ob du zentral oder links oder rechts spielst. Je nachdem, was der Spieler kann. Deswegen sage ich jetzt nicht, sag mal links, rechts oder Mitte, Abwehr. Deswegen, ne? Das müssen wir halt tatsächlich gucken. Wenn es halt so jemand wie Toad wird, der überall spielen kann, setzen wir dich da ein, wo es passt. Nur bei Toad gucke ich halt darauf, dass wir einen kriegen, der überall spielen kann. Tatsächlich. Tatsächlich ist Toad der Einzige, wo ich sagen kann, wo er spielen kann. Und Spongy kriegt halt auch im Mittelfeld. Ob jetzt hier oder hier, das ist tatsächlich egal. Ich würde zwar wieder versuchen, einen DM zu kriegen, der auch ZM kann, aber das ist tatsächlich, lasse ich mich da überraschen. Tatsächlich lasse ich mich da überraschen. Gut, dann hätten wir es soweit. Dann muss ich nur noch Lealina fragen, wenn sie da ist.
Der ist nicht registriert und der ist nicht registriert, warum auch immer. Aber alles gut. Es sei denn, ihr wollt, dass wir jetzt anfangen. Ich arbeite bei Google in München. Jeder kennt das. Dasselbe Passwort für 30 bis 40 Webseiten. Halt die Schnauze. Ich mache eine kleine Abstimmung rein, Leute, weil wir gerade hier schon gut dabei sind. Können wir einfach neu anfangen. Minuten reicht. So, jetzt wären wir halt gerade dabei, aber das könnt ihr euch. Könnt ihr tatsächlich entscheiden? Aha. Gut, dann machen wir das weiter. Also sieht bis jetzt halt so aus. Könnt ihr tatsächlich alle noch abstimmen? Weil ich hatte sowieso gesagt, dass der Streamplan erst ab nächste Woche gilt, wenn wir auch für Mittwoch was haben. Dass unser Streamplan nicht so leer ist. Ja, toll. Ja, toll. Und unentschieden hilft mir nicht weiter. Genau, Lisa, du sagst es. Votet, Leute. Ein Unentschieden hilft nicht. Let's go. Wobei tatsächlich, wenn Unentschieden passieren würde, würde ich dabei bleiben, was wir jetzt gerade haben. Dann brauchen wir nicht wechseln. Dann brauchen wir keine zweite Abstimmung machen. Aber votet, Leute. Votet. Beim Unentschieden siegt halt die Faulheit. Na gut, dann bleiben wir bei Football Manager. Ja, 3 zu 1, dann bleiben wir bei Football Manager, Leute. Brauche ich mir die Abstimmung nicht weiter angucken. Dann ändere ich es natürlich auch in Streamlabs um. Halt. Gut, dann
Neues Karrierespiel, jop. Ja, 13:00, ich gehe für ein bisschen auf und ich wollte ja eins auf Far Cry. Naja, bis später vielleicht. Okay, dann bis später, Lisa. Und trotzdem vielen Dank fürs Abstimmen. Aber mach's gut, Lisa. So. Können wir wählen, welchen Alter. Dann mache ich aber ab jetzt lizenzfreie Musik rein, Leute. Wenn es schon so anfängt, habe ich schon keinen Bock mehr. Wenn es geladen hat, starten wir mit der Musik und dann mache ich eine kleine Ankündigung, mache ich ein kleines Video auf YouTube. Lass uns den Dude nehmen, yo. Ach, es gibt Verbandsliga Baden und Südbaden und Württemberg. LOL. Landesliga. LOL, die gab es letztes Mal nicht, wo ich die gesucht habe.
Dann hätten wir natürlich ganz unten anfangen können. LOL. Da war ich im Editor, war ich zu blöd, die zu finden. Beim Editor war es ganz anders geregelt. Ja, ist okay. Wir können ja jetzt nicht den Verein nehmen und runterschieben, oder geht das? Weiß das zufällig einer, ob wir... Ja, es ist jetzt aber auch egal. Macht jetzt nichts aus. Lol, dann hätten wir in Südbaden starten können. Dann schicke ich euch nochmal ganz kurz in die Pause und mach nochmal Lizenzmusik rein. Weil wir erst dann anfangen, wenn's Dingens ist. Kurze Toilettenpause. Gut zu wissen, aber dass es so ist. Naja. Macht ja nichts. Dann können wir auch theoretisch absteigen. Nur weil es immer hieß, ja, wir können nicht absteigen. Doch, können wir. Also, bis gleich, Leute. Move.
Hallo und herzlich willkommen bei Dudes. Mein Name ist Niklas von Lipzig. Und ich bin David Martin. Die Leute lachen so wenig, oder? Also meine Eltern haben zum Beispiel mal reingehört und die fanden es kritisch. Hier gibt's ordentlich aufs Maul. Bekanntlichermaßen ist ja dieser Podcast der wohl mit Abstand höchste Deutschlands. Ist das so? Da muss man dabei gewesen sein. Brutale Ehrlichkeit. Unverhütet liebevoll. Persönliche Abgründe. Nee, doch, schon ein guter Podcast. Ihr wollt mehr hören? Dann klickt auf das Banner und folgt Dudes. Das war wirklich super dumm. Produziert mit Soundtrap. Produziert mit Soundtrap. Ebenfalls mit Soundtrap produziert. Nehmen Sie einen Song in nur wenigen Minuten auf. Verwenden Sie Soundtrap, ein Online-Musikstudio, das einfach zu bedienen ist, eine enge Zusammenarbeit ermöglicht und auf jedem System läuft. Einfach auf das Banner klicken und loslegen. Soundtrap, Ihr überall verfügbares Studio, entwickelt von Spotify. Yeah. I like it. It feels good. Yep, 10 a.m. And I'm realizing I'm about to do this all again. So I get out of bed, grab my books and a pen. Headed to astrology, leaving Earth on the rag. 49 cent Jimmy John bread, allowing me to save my money just to party instead. Yeah, Bacardi and bread, Rhino already dead. On Wednesday night we do it right, wake up and do it again. I make my ass go to class, strolling on the grass, backpack strapped, always passing back facts on the napkins, tilted down flat brim, getting every answer right up on the section of the mansion. After class, pop the mag, find a chill spot to pack Vesuvius, so I'm fluent on the track, then I hit the sack. Hear a jazz like the Rat Pack. Dreams of hi-hats and rat-a-tat-tat. And like that, yeah, I like that. Add scratching and action, some music I can snap at. Saying peace to the weak, hearing beats in my sleep feet, tapping up and down, yeah, as I catch a couple D's. Living life, living life, yeah, yeah, that's the way we live life. Living life, living life. Around 10 p.m. and I'm realizing we're about to do this all again. So I throw down a five before the Friday flies by. About to buy a couple bottles, pre-gaming with just the guys. Getting high, taking my time, looking fly with the fly tie. About to fly by, sitting a mile high, bringing style to the skyline all the time. Here comes the weekend, filled with lots of drinking. From experience, this is where my liver weakens. Plus on top of that, add a whole bunch of chiefing. Mixing chemicals, chemistry is what we're teaching. Featuring 1138 all season. Posting up deep, digging the ladies sitting next to us. Right of us, left of us, I'll be ambidextrous. When I step in the room, panties hit the ground. I guess when I dress up, all the ladies dress down. And even with the same pristine routine, I find myself exploring a weaving out of dreams. And even though I do the same damn things, it's the people making the pattern, making it worth standing. Yeah, that's the way we live. I'm living life, living life. Ein bisschen. So plus der Hintergrundmusik. Okay, dann viel Spaß dabei, Sunny. So. Und vielen Dank, Sunny. Und vielen Dank auch Spongy.
So, Leute. Auch euch auf YouTube ein herzliches Willkommen zur neuen Saison Oberliga hier bei dem Verein Oberliga TV. Wir haben ein bisschen verkackt, weil es gibt die Landesliga, die Verbandsliga Baden und Württemberg und Südbaden und so. Deswegen starten wir jetzt in der Liga, in der Oberliga, weil ich das beim Einstellen einfach partout nicht gefunden habe. Im Editor. Das hat mir gerade gefehlt. Wir erstellen ein paar Leute aus dem Chat. Da habe ich mir schon ein bisschen was vorbereitet. Und danach gucken wir, was wir machen. Oder danach machen wir die Vorbereitung und dann gucken wir, wie wir aufstellen. Und oder da werden gucken wir, wie wir aufstellen, wie wir alles machen. Also. Wir haben tatsächlich nur eine zweite Mannschaft. Ne, wir haben eine Mannschaft, lol. Lol, aber die sind halt alle so Standardspieler. Da müssen wir die alle... Den müssten wir alle einen Vertrag anbieten. Ich würde den allen einen Vertrag anbieten und würde die dann alle... Weil können wir die schon verschieben? Ja, können wir zu einem Verein verschieben. Verschieben wir die zu... Sunny, schreib mir doch mal bitte in den Chat rein, von welchem Verein du gerne einen Spieler haben wollen würdest. Also, von welchem Verein dein Spieler zu uns kommen soll. Und Tod, du bitte auch. Wäre ganz cool. Können wir nämlich die ersten Leute schon mal verschieben. Gut, Torwart können wir sowieso schon verschieben. Den verschieben wir einfach zu Rosenheim. Okay, das machen wir, Sunny. Wait a sec, ich kann die alle nicht verschieben. Warte mal, liegt es daran, dass wir zu wenig Spieler haben? Ja, ich gucke erstmal Rosenheim. Okay. Gut, das geht. Dann nehmen wir uns da erstmal einen Spieler raus. Es geht nicht, weil es sonst keine Spieler gibt. Okay, gut. Danke, Tod, für die Dingens. Dann, wo kann denn der spielen? Überall nur rechts. Rechts und ZDM. Der kann Mitte und rechts spielen. Ah ne, untauglich. Lol. Können wir den nehmen? Der kann da spielen und da kann er auch spielen. Gut, dann nehmen wir uns erstmal den.
Oh, dann ist das jetzt unser Spieler. Zentral und links, dann schieben wir den ab. Haben wir den jetzt weggeschoben? Ja, müsste. Also Deutschland passt. Das muss ich mir... Der kann seine Zeit nicht überall spielen, das ist aber egal. Sehe es nicht. Nein, 92. Ist das nicht 82? Tod berichtige mich, wenn es falsch ist. Ich habe das hier so stehen in meinen Daten. 75, das können wir so lassen. Das und das. Das können wir auch so lassen. Ne, das hatten wir höher halt, das können wir. So, das lassen wir so. 11 Meter. Ja. Brauchst du halt nicht. Flanken brauchst du auch nicht. Freistöße brauchst du auch nicht. Kopfball. Mit der Größe waren das 11. Passen passt. Technik passt. Technik passt. Weite Einwürfe. Brauchst du nicht. Das können wir auch noch aufstellen. Aggressivität. Passt. Antizipation. Ass. Das ist Freude. Das. Entscheidungen. Passt. Passt. Das passt gar nicht. Mit das. Mut passt. Na, Mut hattest du sogar mehr. Das passt. Ohne Ball war was. Das. Stellungsspiel passt. Teamwork passt. Lass den machen. Übersicht. Zielstrebigkeit waren aus 17. Antritt. Das. Ausdauer. Das. Balance. Das. Beweglichkeit. Und Fitness. Passt. Kraft. Passt. Geschwindigkeit, das und Sprunghöhe. Passt. 93. Okay. Sorry. Gut, dann passt es. Da habe ich irgendwie 92 eingestellt gehabt beim anderen. Oder ich kann es einfach nicht lesen. Ja, da steht 92. Ist okay.
Spongy, bist du gerade noch da? Welche Position willst du haben? Abwehr, Mittelfeld oder... Ah ne, halt, warte, stopp, ne, ne, alles gut. Vergiss, was ich gesagt habe. Deine Position hatten wir ja. Du bist ja ein Spieler, der da war. Alles gut, vergiss das. Dann machen wir wieder einen Spielertausch. Naja, passt, alles gut. Außer du sagst, du willst eine ganz andere Position haben. Aber wir gucken einfach, das passt. Ich bin von der ersten Mannschaft. Du warst Mittelfeldspieler. Mittelfeld und ZOM. Oder warte mal, sagt der Defensive, der kann nur defensiv spielen. Nee. Kann der noch defensiv spielen? Nee, der kann auch nur Mittelfeld spielen. Der kann links und Mitte spielen. Das ist... Der kann da spielen, links so ein bisschen. Mitte und ZOM kann er spielen. Das ist, wäre nice. Ja, dann holen wir uns den. Würde sogar zu dir passen. Finde ich so ein bisschen. Meinen Verein verschieben. Und wir behalten das Geld. Keine bevorzugte Seite, mangelhaft. LOL. Aber der kann auch passibel. Oh, LOL, der kann auch passibel als Verteidiger spielen. LOL. Der kann links spielen, der kann Mitte spielen und der kann offensiv spielen. Und der kann ZTM so mangelhaft spielen. Aber wenn wir den auf ZTM ein bisschen trainieren, kann der sogar ZTM. Ein Verteidiger kann der passibel spielen. Flügelverteidiger, Linksverteidiger und Innenverteidiger. Ey, Spongy, du bist unser Naturtalent. Du bist unser Wunder. Unser Wunderkind. Spongy, unser Wunderkind, Mann. Also, da hatten wir 10. Da, das. Deckung, das. Dribbling passt. Ecken passt. Ja, wobei, da du links spielen kannst, müssen wir so machen. Elfmeter brauchst du nicht schießen bei uns, da kriegen wir jemand anderes hin. Flanken passt, Freistöße passt mehr oder weniger, aber Kopfballtechnik. Ja, passt, aber passt mir doch mal an. Passend das. Heckling. Das Technik passt. Einwürfe. Da bist du für unsere Einwürfe zuständig, Spongy? Ja, Mann, Spongy ist halt wirklich unser Wunderkind. Führungsqualitäten würde ich sagen, passt. Dann nehmen wir einen anderen Kapitän. Konzentration. Was? Du hattest das 16? Ah ja, gut, stimmt. Das passt ja zu den Real Life Spongy. Also wenn ich so sehe, wegen Konzentration für die Videos bearbeiten und alles, da passt 16 gut zu dir. Und 15 ist okay. Nervenstärke. Ach ja, Größe habe ich bei Tod noch nicht eingestellt. Tut mir leid. Muss ich gleich machen.
Spaß und Zielstrebigkeit würde ich sogar höher machen. Antritt runter, locker runter. Das passt. Balance passt. Beweglichkeit passt auch. Immer halt nur um einen Punkt. Also bei Ausdauer ist ein Punkt mehr, bei Balance ist einer weniger, bei Beweglichkeit auch einer weniger. Aber das passt. Grundfitness war das. Kraft passt. Schnelligkeit. Das und Sprunghöhe. Ja, passt. So, Spongy, du warst wie groß? 1,66, gut. Machen wir Sprunghöhe doch eins runter. Ah, Gewicht können wir so lassen. Ja, mit 70 leicht mehr Gewicht als sollte. Ich bin ja schon mal besser als im echten Fußball. Ja. Ey, aber Spongy, wir sind alle besser als in echt Fußball. Also glaub mir. Wir sind. Und es sagt ja auch nicht aus, wie gut du bist. Es sagt halt nur aus, was deine bevorzugten Positionen sind. Und dass du halt auch hier ein bisschen spielen kannst. Und du kannst halt hier gar nicht spielen. Nur als Notbedarf kannst du helfen. Hier kannst du halt auch keine bevorzugte Position haben. Du kannst mittelmäßig spielen. Und da ist halt mangelhaft. Deine Position, du kannst fast überall spielen, außer halt hier die rechte Seite hier unten kannst du halt machen. Und hier kannst du halt nur Notbedarf helfen. Aber das macht ja nichts. Also Dennis Schmitz. Nehmen wir einfach Spongy. Sonst der ganze Name würde nicht reinpassen. Dort bei dir noch Größe und Dingens anpassen. Was hattest du? 1,92 und 80. Das ist okay. Ha! Ist gar nicht so viel größer, wie hier steht. Dann ist Spongy als Spieler leicht drüber und Tod, du bist leicht drunter. Weil bis 92 kannst du gehen bei der Größe. Zumindest wenn man so rechnet, wie man es eigentlich soll. Aber das ist okay. Gut, dann kommt jetzt tatsächlich schon mal Chicken dran. Chicken. Und da er in der Nähe von Heilbronn wohnt, nehmen wir ein FC Heilbronn Spiel. Ah, okay, Landesliga Württemberg. Gut, das ist ein Spieler, der tiefer ist tatsächlich. Gibt's da? Okay, das Laufen ist das. Genau, wie sogar ein Spieler, der niedriger spielt. Ne, dann gehen wir hier auf. Chicken, der war Mittelfeldspieler. Dann nehmen wir doch mal den. Schieben den zu meinem Verein.
Ist jetzt weg? Ja, ist er. Mal, habt ihr eigentlich alle in der richtigen Nationalität? Jo und jo. Ach ja, weil das ja ein paar Jahre vorher spielt. Okay, er kann links, Mitte, da, rechts mangelhaft, passabel, da mangelhaft. Okay, das passt. Jo, das ist okay. Ist tatsächlich in Ordnung, was er kann. Also... Also noch ein Werbung drin. Zehn. Dribbling passt. Ecken. Jetzt passt. Elfmeter. Eine Ecke mal 11 und Elfmeter 17, okay. Jetzt schicken wir unser Elfmeterschütze. Und unser Freistoßspezialist auch erstmal. Passt, Tackling. So. Technik. Passt. Zweite Einwürfe. Passt. Flair passt. 5 Qualitäten. Aber bis jetzt haben wir keinen Captain, Alter. Passt. Passt genau. Passt auch genau. Ja, passt und... Gut, das nehme ich ihm nicht weg. Das hat er voreingestellt so gehabt. Die 20, das ist okay. Passt, passt. Dabei machen wir den einen noch rein. Passt. 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 Was war's? 1,86 und 82. Ja, da können wir nämlich schon mal eine Taktik machen. Was? 4-1-3-1-1, hä?
Hey, wie soll das gehen? Ah doch, geht. Ja, ja, passt. Aber das ist nicht so geil. Wir 3-1-2 eng. Wir können die alle noch ein bisschen sortieren, wie wir die haben wollen. Na, wobei, so weit können wir die gar nicht mal auseinanderschieben. Können nur so machen noch, aber das sind dann mehr links und rechts. Warum können wir jetzt nicht? Ja, das Posteingang machen, alles gut. Tatsächlich das Sponge reinpacken, Tod würde ich tatsächlich da reinpacken. Oh, du kannst sogar überall spielen, du kannst nur rechts halt nicht gut spielen, Tod. Deswegen macht aber nichts, dann packen wir dich wieder da rein. Dann haben wir nämlich schon mal ein paar Leute da. So, Sunny, jetzt kommst du dran. Aber ja, du sagst es, Sunny. So, dann können wir gleich mal unseren Stürmer abgeben. Aber erstmal müssen wir einen holen. Wo spielt denn die zweite Mannschaft? Landesliga. Ja, dann nimm bitte die erste. Und ja, das sind noch die alten Trikots, Dani, nicht wundern. Nur das sind noch die alten von 2021, glaube ich. Und nein, es sind nicht die richtigen Namen. Du kannst da und da spielen. Dann nehmen wir den doch einfach. Lol, wie die zweite Mannschaft aber nicht das Logo hat, aber ist okay. Okay, weiß nicht, ob er jetzt weg ist, aber das ist okay. Passt. Jetzt dürfen wir uns das selber aussuchen.
Halt. Passt tatsächlich so. Wie war die Größe? 1,67. Ja gut, Gewicht können wir bei 1,73 lassen. Komm, geh mal auf 1,70 runter. Da haben wir doch schon unsere Leute, dann fehlt nur noch Lisa. Dann haben wir alle fürs Erste. Weil Hoffeltoffel würde ich ja später einfügen. Gucken wir mal. Achso, jetzt habe ich Lisa gar nicht gefragt, welchen Verein. Sie hat halt... Okay, dann nehmen wir einen von Hessen, weil sie selber mal sagt, ja, Hessen. Sie sagt zwar nie wo, was ja auch okay ist. Oder wo in der Nähe. Aber dann machen wir trotzdem Hessen. Müssen wir halt gucken, ob es da irgendwas gibt. Hessen-Pokal, Hessen-Liga. Welche Liga ist Hessen-Liga? Tot. Ich brauche da Hilfe. Ich kenne mich in Hessen absolut nicht aus. Steht es dazu vielleicht dran, welche Liga das ist? Ich google das mal schnell. Ach, Oberligen, ja, fünfte Liga. Dann Hessenliga. Das ist Oberliga. Okay, danke. Vielen Dank. Frankfurt Hanau, nee. Können wir? Ich will mal kurz was nachgucken. Ohne jetzt was zu leaken. Kurz was gucken, was da. Lol, die Liste war aber sehr kurz. Gut. Da wohl nicht. Aber was ist da Größeres in der Nähe? Abgesehen von Frankfurt. Ach, das ist bei... Okay. Ah, dann weiß ich sogar, wo das ist. Dann lass doch. Dann lass doch von da machen.
Gut, wir können auch was von Frankfurt nehmen, das ist jetzt nicht das Ding. Und nein, ich habe hier jetzt nichts geleakt, alles gut. Aber dann lass es doch von da machen. Dann machen wir richtig regionbedingt, weil wie gesagt, Frankfurt könnten wir auch nehmen. Das wäre auch okay. Aber da ist Lisa jetzt nicht da, um zu fragen. Ob wir Frankfurt nehmen sollen oder das nehmen sollen, weil das... Ne? Deswegen machen wir so. Sie hat gesagt Verteidigung. Dann... Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch einen, der rechts spielen kann. Der kann nur rechts spielen. Der kann nur rechts spielen! Das ist doch Müll! Haben wir jemanden, der wo rechts und irgendwo anders spielen kann? Absolutely not. Gut, dann müssen wir den nehmen. Sonst müssen wir... FSV... Frankfurt. Lass mal da gucken. Die haben auch geile Trikots, aber kein Ausweichtrikot, aber die haben auch geile Trikots. Wie sieht's da mit Rechtsverteidigung? Die haben gar keinen. Ja doch, die haben einen. Die haben den. Ja, und Flügelverteidiger kann der auch. Ist gerade zufällig online, dann kann ich sie fragen. Nope. Gut. Dann nehmen wir den. Doch, dann nehmen wir einfach den. Torben Müller. Als Rechtsverteidiger, dann packen wir den zu FSV Frankfurt. Hä, warum ist der immer noch da? Alle noch da, die wir jetzt verschoben haben, oder was? Na, ist egal, dann verschieben wir die trotzdem später noch. Solange da bist du richtige Spieler hast. Okay, danke. Danke für die Info, Tod. Dann passt das. Was war das? 7.1. Blub. Alter, jetzt haben wir jemand Junges dabei. Gut, das Jahr stimmt ja jetzt nicht mehr. Also das Alter stimmt ja jetzt nicht mehr. Aber wir sind halt ein paar Saisons vorher. Damit haben wir ein paar Leute. 14, 12, 11, 11. Ja. Hä, warte, offensiver Mittelfeldspieler links?
ne, warte. Now wait. No, 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 no. No, 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 no. Zu anderem Verein verschieben. Du gehst zurück nach Frankfurt. Du haust wieder mal ab. Warte, war das? Ach ja, das ist der, wo bald geht. Okay. Das war nicht der Plan. Gut, wir können auch von Mainz 2 jemand holen. Weiß nicht, ob das passt. Die haben keine Rechten. Hä? Wie kam ich dann auf den anderen Dude? Muss man den nehmen, sonst muss ich gucken. Nee, das geht nicht. Die haben auch niemand, der rechts spielen kann. Die haben nicht mal ein Torwart. Ah, doch, da Torwart. Offensiv. Da, die haben den Dude. Der halt nur rechts spielen kann. Stimmt, da war ja was. Yo. Alles gut. Dann müssen wir den nehmen. Nee, das war falsch. Der ist der Richtige, der kann hier spielen und hier spielen. Hä, warum haben wir jetzt, hä? Warum kann der Verteidiger, Flügelverteidiger, Mittelfeld, offensives Mittelfeld, hä? Was bin ich jetzt verwirrt? Boah, komm schon. Der ist schon fertig, ne? Der andere ist schon fertig, ne? Der da. Ne, ist auch nicht, lol. Dann nehmen wir einfach den jetzt. Das ist mir wurscht. Nehmen wir den und den benennen wir um. Nennen wir den um. Der gute Wolfgang. So.
Also. Passt, 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 passt. Nicht. Passt, passt, passt. Passt, 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 passt. Passt. Wobei, da würde ich sogar den machen. Wobei, da würde ich sogar den machen und würde Lisa zum Captain machen. Den. Ja. Jo. Ja. Als 63. Passt gut. Ja, Wolfgang kann auch nur da spielen und da vielleicht ein bisschen. Dann lassen wir den aber drin. Der kommt tatsächlich von Gießen. Dann lassen wir den, wie er ist, gucken, wie er wird und haben den als Ersatzspieler drin. Das ist okay. Das tatsächlich, aber dann müssen wir uns tatsächlich um einen Ersatzspieler weniger Gedanken machen. Außer der geht, wenn wir ihn wegtransferieren, dann ist es mir wurscht. Und einer von beiden geht. Jetzt haben wir tatsächlich alle drin. Karbach. Wir haben aber noch, halt noch nicht genug Spieler, ne? Also. Die alle müssen wir noch loswerden. Gehen wir zu Rosenheim, klauen uns einen Torwart von denen. Gut, der, mit dem können wir arbeiten.
Lass mal 20 machen, so ein Tim Wiese. So, dann haben wir einen Torwart, dann brauchen wir noch zwei Abwehrspieler, zwei Mittelfeldspieler und brauchen wir auch immer zwei Stürmer. Wir haben doch einen schon da. Ist der André jetzt weg? Hat den anderen jetzt nicht übernommen? Den wir da hatten. Gut, dann. Nein, den habe ich wieder umbenannt in Wolfsburg, aber warte. Achso, den habe ich weggeschickt. Ja gut, okay, warte, dann. Dann holen wir den uns doch einfach wieder. Kein Ding, Sunny. Dann haben wir ihn doch. Ach, das ist sogar der, den ich, wo ich das Geburtsdatum von Sunny, von Sunny, von Lisa eingegeben habe. Gut, den holen wir uns einfach wieder. Ich war halt wirklich lost, weil ich so viel Fehler gemacht habe. Wegen Lisas zwei Spielern. Dann muss ich wieder Sunnys Geburtstag eingeben, warum ich auch immer. Ich hab echt keine Ahnung, was ich gemacht habe. Frag mich bitte nicht, Sunny, ich habe keine Ahnung. 14, 12, 11, 11, das passt. Flanken passt. Dann machen wir 10 draus. Passt. Oh mein Gott, bist du lost. Boah, das hat mich gerade gekriegt. War sie denn den Falschen zurückgeschickt? War das richtig? Sunny, war das richtig? 1,63. Ne, das war Lisa. Ja, das passt. Das passt alles auf dich. Ich habe nur das Geburtsdatum irgendwie geändert. Frag mich bitte nicht. Weil ich zwei Spieler geholt habe. Ich war. Hier, Magdeburg, ich, Frankfurt, ich. Leider können wir Frankfurt nicht rausstreichen und das zweite Mal ich. Das ist jetzt halt so, Sunny. Das ist halt leider so. Stell dir vor, du wärst gleich von Magdeburg zu uns gekommen. Die beiden anderen Stationen streichen wir einfach. Wenn das okay ist. Die beiden anderen streichen wir einfach. Da habe ich einfach einen Fehler gemacht. Wenn das für dich okay ist, dass wir die anderen beiden einfach streichen. Dann kommt von Magdeburg einfach gleich zu uns. Und dem können wir theoretisch auch Drittliga-Potenzial geben, weil er hat ja da gespielt. In der dritten Liga. Aber das machen wir trotzdem nicht. Könnten wir 16 machen. Ballannahme könnten wir 14 machen. Deckung könnten wir auch 13 machen und so. Aber das machen wir nicht. Wir machen den nicht zu OP. Ich mach den da. Nein, alles gut. Mach das. So, da brauchen wir noch zwei Abwehrspieler, zwei Mittelfeldspieler und einen Stürmer.
Nee. Gut, die sind tatsächlich alle so alt. Den haben wir von Kiel geholt, den haben wir von Aalen geholt. Dann holen wir noch einen von Ulm. Nee. Ulm. Noch zwei Zentrale brauchen wir. Ha, warte mal, der ist doch sogar auf der Transferliste, ne? Der auch und der auch. Ne, der ist auf die Leihliste. Leihliste, dann nehmen wir den doch auch mit. LOL, der kann auch nur rechts spielen und der kann hier spielen, okay. Dann haben wir halt schon mal unseren rechten Backup. Jetzt haben wir zwei rechte Backups. Aber das macht nichts. Weil der kann ja auch so ein bisschen Innenverteidiger. Ah ne, der kann gar nicht Innenverteidiger spielen und der auch nicht. Ah doch, der kann ein bisschen Innenverteidiger spielen. Dann können wir den als Innenverteidiger-Backup nehmen. Können wir den als Innenverteidiger-Backup nehmen. Da gibt es nur einen, okay. Wie schreibt man das? Genau wie ich es geschrieben habe. Gut, dann gibt es den Verein also nicht mehr. Vielen Dank, Sandy. Ich tue nur nebenbei was snacken.
Die haben keine zweite. Okay, die haben auch keine. Okay, die haben tatsächlich einige. Das ist nicht so gut. Wir haben die 4, das ist okay, dann nehmen wir einen mit. Oh, wenn wir sind nie gut. War das er? Ja. Spiel. Gut, er kann da spielen und da kann er ein bisschen spielen, das ist okay. Und er kann hier gut spielen, lol. Wir kriegen nur rechte Verteidiger oder was? Lol. Egal. Können wir die nicht mehr suchen jetzt? Also wir brauchen noch einen Stürmer.
So, also. Also. Nimm einen Torwart als Ersatz und einen Rechtsverteidiger als Ersatz. Links, innen, rechts, okay. Weil die eh pleite sind, dürfen wir uns das Spieler nehmen. Du wirst nicht zurückgekauft. Null Prozent kriegt ihr, wenn wir den verkaufen. Also der ist links. Oh, der kann Mittelfeldspieler und Dingens kann er. Geil. Der kann offensiv und Mittelfeld. Dann packen wir den hier rein. Mittelfeld. Mittelfeld offensiv. Innenverteidiger hatten wir doch aber auch noch geholt, oder nicht? Scheinbar nicht. Also. Oh, nehmen wir den auch noch mit. Da haben wir unsere Vorbereitung fast abgeschlossen, Leute. Ich gehe mal auf Mannschaft, wo ich auf Taktik gehen muss. Der ist eigentlich DM, aber kann auch. Ja, kann auch Mittelfeld und kann Innenverteidiger. Dann haben wir wenigstens einen Innenverteidiger als Ersatz da. Dann mit den, der kann ein bisschen Innenverteidiger und rechts. Dann mit ihm, der kann ein bisschen Innenverteidiger und links. Und Mittelfeld. Dann haben wir noch einen Mittelfeldspieler geholt.
So, jetzt kann überall im Mittelfeld spielen. Dann Neumann haben wir geholt. Der kann auch überall im Mittelfeld spielen. Den haben wir geholt. Ja, von Ulm, der kann nur rechts spielen. Dann haben wir den umsonst geholt, dann packen wir den wieder zurück zu Ulm. Ulm. Einfach Ulm. Jo. Jo. Ah. Und glaube ich noch einen Mittelfeldspieler, ne? Mit ihnen spielen. Ja, wir haben eigentlich alles. Wir haben eigentlich alles. Drei Auswechselspieler haben wir noch, aber die können wir im Laufe der Vorbereitung noch holen, ne? Leute, wir müssen erstmal gucken, dass wir spielen können irgendwie. Kann Spongy auch ZDM spielen? Nope. Er kann ZDM spielen. Gut, dann machen wir so. Schieben die tatsächlich alle eins rüber. Wobei, ich würde es erstmal so ausprobieren und dann können wir immer noch umstellen. Weite Abwürfe würde ich tatsächlich machen. Wenn wir in Ballbesitz sind, würde ich. Ja, Seltener dribbeln. Passspiel kürzer machen. Wobei, wenn wir in Standard sind, müssen wir hohes Tempo machen. Zeitspiel niemals. Wenn wir im Ballbesitz sind. Ja, komm, wir spielen auf die Außen. Wobei, wir haben keine Außen. Wir müssen auf Zentrum gehen und der muss dann die Bälle verteilen, so Toni Kroos-mäßig. Flanken früh schlagen und schießen bei freier Bahn ist auch immer eine Sache. Du musst es versuchen, wenn es dann kein Torschuss wird, egal, es ist frei. Oder können wir Flanken früh schlagen und geduldig spielen machen? Ne, können wir nicht.
Ja, komm, dann machen wir einfach Flanken früh schlagen und schießen bei freier Bahn. Das ist nicht immer. Gut, das ist halt Stuttgarter Kirchkasten-Niveau, ne? Wollen wir kreativer spielen? Hier bei Gegner den Ball. Komm, in die Zweikämpfe gehen ist immer gut. Nee, machen wir nur etwas aggressiver. Wobei, aggressiver machen wir. Kein Wunder bei extrem aggressiv. Kein Wunder kriegen wir so viele Karten. Oder haben wir bei dem letzten Versuch so viele Karten bekommen? Ja, komm, viel höhere Defensivlinie. Das ist in Ordnung. Mhm. Die kommen halt viel auf die Außen, weil außen keiner mit denen rechnet. Dann müssen wir den Gegner nach innen zwingen. Es ist halt Oberligaspiel, die müssen halt versuchen, kreativ zu sein und außen, innen so Tiki-Taka-mäßig zu machen. Dann zwingen wir sie innen zu bleiben und innen können wir sie gut wegverteidigen. Auch als Oberligaspieler solltest du die innen gut wegverteidigen können, wenn du jetzt nicht die richtigen Dulli-Verteidiger hast. Ich kenne ja unsere Verteidiger alle nicht. Nur wenn ich mir unsere Verteidigung angucke, gut, ich weiß, also, ne, ich kenne halt die Verteidiger hier von den Spielstilen her nicht, ne? Kann ich euch alles nicht sagen. Aber wenn wir die nach innen zwingen, dann ist es okay. Dann machen Tod und Kuro außen zu. Also Tod und Lisa. Ich sage jetzt nicht Kuro, ich sage einfach Lisa, ne? Nicht wundern. Auch für die auf YouTube nicht wundern, wenn ich das so sage. Das passt dann. Dann kann ich jetzt besser. Dann weiß ich, wer ist, ne? Und dann passt es auch besser, finde ich. Oder ich wechsle halt einfach manchmal hin und her, je nachdem, wie es halt besser passt gerade. Weil manchmal kann mir nämlich auch das passieren. Ja, dann machen die beiden außen zu und dann ist gut. Und dann können wir von innen ein bisschen und dann können wir von innen auf die Außen spielen und dann gutes Spielaufbau machen. Von innen raus und von raus dann hier zu Spongy rüber oder halt zu wer auch immer da in der Mitte steht. Dann ist Spongy weiterhin unser Ballverteiler, aber nicht von hinten aus, sondern halt genau diesmal von der Mitte aus. Und von Zentrum. Zumindest ist das vorerst mal unsere Taktik. Und dann dürfte das eigentlich alles passen. Dann müssen wir jetzt nur noch einen Trainer suchen. Für die zweite Mannschaft, für die U19 und für die U18. Wo war denn das Mitarbeiter? Zulässige Anzahl an Analysten, nee. Mitarbeiterzahlen, nee. Können wir das? Oberliga TV 2 Trainer, U19 Trainer suchen und U18 Trainer suchen.
Cheftherapeut und Physiotherapeut. Weil da können wir einen nehmen. Den Rest müssen wir halt gucken. Sportdirektor können wir auch einen verpflichten. Aber den würde ich erstmal noch nicht machen. Und einen Scout können wir auch verpflichten und einen Chef-Scout. Aber das machen wir alles noch nicht. Wir können die alle... ja, wir haben noch nicht viel. Wir müssen erstmal gucken, wie wir das machen. Wir müssen unsere drei Positionen noch vollkriegen. Nennt mir mal bitte im Chat, also jeder von euch. Spongy, du kannst mir einfach nur eine Stadt nennen und dann gucken wir da, ob wir dann einen Verein haben. Aber wer von euch einen Verein kennt, nennt mir mal bitte einen Verein. Wir brauchen noch drei Vereine. Nicht die, die wir jetzt schon haben. Also das ist ganz wichtig. Nicht die, die wir jetzt schon haben. Und keiner aus der Oberliga. Also wenn ich jetzt hier in unsere Tabelle gehe. Wo kann ich das irgendwo sehen? Da hier, keiner von den Vereinen. Könnt ihr mir einfach irgendeine Stadt, irgendeinen Verein nennen und dann nehmen wir uns da noch ein paar Spieler raus. Dann sind wir nämlich so eine Art Auffangstation. Einflussreiche Spieler, der Wolfgang. Spongy ist ein einflussreicher Spieler, lol. Und sonst nur die wir alle geholt haben, neu. Also die wir nicht nach Leuten benannt haben. Ich stelle mich dem Kader vor, yo. Einschüsse vornehmen. Einige von ihnen werden also den Verein vernehmen. Nee. Sturm verstärken. Ich bin bereit. Passende Angebote für jeden von euch. Nee. Ich habe vor, den Mitarbeiterstab zu verstärken. Hier will ich bestmöglich aufgestellt sein. Ha! 1, 2, 3, 4 Leute sind erfreut. Einer ist verschlossen. Unsicher, ob sich dadurch wirklich etwas ändert. Aber wenn sie bei den anderen Zustimmung finden, dann nur zu. Toll, das juckt mich nicht. Ein paar sind ermutigt. Ein paar sind verschlossen. Okay, aber das ist okay. Ich würde erstmal genug versprechend sein. Sprechen wir über die sportlichen Erwartungen in dieser Saison. Ich denke, wir können diese Saison auf einem Mittelfeldplatz. Ich rechne uns gute Chancen aus, in dieser Saison die Klasse zu halten. Ich weiß, dass uns eine harte Saison bevorsteht. Alles, was ich von euch erwarten kann, ist, dass ihr so hart wie möglich arbeitet, um den Abstieg zu verhindern. Nee, komm, wir haben gute Chancen, die Klasse zu halten. Was? Ihr seid alle beleidigt und ein paar sind erfreut und sehr zufrieden. Ey, Sunny, du bist auch mega zufrieden. Und sogar sehr zufrieden. Ich denke, wir haben keine Chance, den Abstieg zu verhindern. Was bist du für ein Loser? Was bist du für ein... Hä? Oh, wir haben keine Chance, den Abstieg zu... Die Saison ist noch nicht mal ein Spiel ist gespielt. Was willst du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Darf ich dich rausschmeißen wieder aus dem Verein? Komm, meine Planungen sind noch nicht abgeschlossen. Du gehst.
Engermann. Markus Engermann. Ist überhaupt nicht als unrealistisch an. Wenn jeder 100% gibt, dann können wir das packen. Immer noch beleidigt. Die unrealistische Vorstellung davon haben, was wir erreichen können. Markus Engermann, du bist weg. Markus Engermann, du gehst weg. Du hast mir jetzt ein... Du hast dir ein Brett geholt. Wo ist der? Engermann, der spielt sogar bei uns. Das ist unser Ulm-Spieler. Pah! Zurück zu Ulm mit dir. Zurück nach Ulm mit dir. Weg. Tschüss. Hau ab. Ulm, habt ihr uns einen besseren Spieler? Ulm, habt ihr uns einen besseren Spieler? Hoffmann. Oder Hofmann. Nehmen wir den. Ah, boy. Leute, ihr habt uns einen richtig schlechten gegeben. Wir würden gerne nochmal mit euch drüber reden. Probetraining ist abgeschlossen. Und der Typ hat uns gar nicht zugesagt. Und wir würden gerne einen anderen Spieler haben. Also, Leute, nee. Wenn Stürmer schon vor erstem Spiel sagt, wir schaffen gar nichts, wir steigen ab, sagen wir klanglos, außer, dann schmeißen wir ihn raus. Oder was meint ihr, Leute? Also, sorry, aber so geht man doch nicht in der Saison rein. Please not. Please not. Ja, wir nehmen. Nope. Für Kojo. Warte, für Kojo. Ach, One Football sogar. Mm.
Toll. So kennt man wohl Football. Geknickt über Interviews und hier pessimistisch und alles. Und immer so negativ in den Videos rüberkommen. No hate, aber es kommt mir halt so vor, als wäre das voll der Kanal so, ja, die haben Scheiße gebaut, lass mal drauf rumreiten. Hier, wir machen Trikot-Ranking, sagen aber zu jedem Trikot negative Dinge und dann ein, zwei positive Dinge, warum die auf dem und dem Platz stehen. Und irgendwie, diese positiven Dinge haben irgendwie gar keine Gewichtung, weil die einfach nur sind, oh ja, das ist ein schlichtes Trikot, das gefällt mir. Oh ja, da sind die Streifen schön, alles andere ist Müll. Okay. Dann auch hier im Spiel, geil. Muss ich aber wirklich mal sagen, also Daily News, geil. Einige andere Formate, nice, aber diese Rankings und alles, mm. Und auch hier in der Pressekonferenz hat man gesehen, riesiger One-Football. Standardfragen stellen und dann geknickt sein, wenn irgendwas nicht stimmt. Sportbuzzer, ja komm. Ich bin zufrieden. Ja. Toll, der ist neutral. Was hat der jetzt erwartet, der Typ? Neumann, Tim Neumann, Mittelfeldspieler. Das muss keine große Sache werden, aber ich bin etwas besorgt, dass meine Einsatzzeiten durch den Neuzugang Peter Salz in Gefahr sind. Neumann, du hast kein einziges Spiel gespielt. Salz hat auch kein einziges Spiel gespielt. Wir haben noch nicht ein einziges Spiel in der Saison. Wir haben nicht mal ein Vorbereitungsspiel gespielt. Du hast nie gespielt. Und Salz hat auch nie gespielt. Ah, kann sich ja verstehen, aber ein Konkurrenzkampf um die Plätze ist förderlich. Ich möchte, dass ihre Einsatzzeiten erkämpfen. Niedergeschlagen. Ja, ist okay. Schön. Komm. Nicht ein einziges Spiel haben wir bestritten. Und der meckert schon, ich will in der Startelf stehen. Dauerhaft. Auch wenn wir nicht spielen. Die Teamaufstellung gefällt mir so nicht. Die kann... In der Vorbereitung kann die. Wir stellen erstmal auf und danach gucken wir, was passiert. Und vor allem, nicht mal Salz spielt. Nicht mal. Neumann spielt nicht und Salz spielt auch nicht. Die spielen alle beide nicht. Und der meckert rum über einen Spieler, wo der nicht mal spielt. Da spielen Spongy, Wüst und Witt. Ah, bitte, wenn er es haben will, dann spielt eben Salz. Das juckt mich nicht. Kannst du haben? Wenn du Salz da stehen haben willst, gut. I doubt it. No hate, aber I fucking doubt it. Ich komme ja den Wünschen meiner Spieler nach, ne? Na, aber Trainer, so war das nicht gemeint. Wenn du sagst, dass er spielt und Einsatzzeiten bekommt, wo der neben dir auf der Bank hockt, gut, kriegt er seine Einsatzzeiten, dann hast du was zu meckern. Dann ist dein Meckern berechtigt. Will ja nicht sagen, aber pff. This is that. Ja, ich würde die Aufstellung gerne so lassen. Keine Spielführer, ja, wir müssen noch Spieler hier, nein. Kapitäne. Wer hat die meiste Führungsqualität? Spongy? Eine Teamwork, Führungsqualität hier. Kuro. Also Lisa.
Dann wird Lisa zum Kapitän gemacht und Vizekapitän wird... Toni. Ja. Ist okay. So. Tod, Sunny, Spongy. Ihr seid gerade alle da. Welche Rückennummer wollt ihr? Okay, gut. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Neunzehn. Zwanzig. 21. So. Spongy und Sunny, welche Rücknummer wollt ihr? Spongy habe ich also in die 16 gegeben. Die Doppel-Null. Das geht nicht, Spongy. Ich kann dir von 1 bis... Von 1 bis 99 kann ich dir, glaube ich, alles geben. Ja, von 1 bis 99 kann ich dir alles geben, außer die 36. Ne, beziehungsweise von... Beziehungsweise sagen wir von 5 bis 99. Von 5 bis 99 alles außer die 36. Und außer die 17 und 18. 17 und 18 kriegt keiner, 36 hat Tod und 1 bis 4 sind Torwerte. Außer jetzt abgesehen von hier Moore, der hat jetzt die 4 gekriegt. Aber 1 bis 4 sind normalerweise Torwerte bei mir. Ich kann dir tatsächlich die 99 geben, das ist dann die letzte Nummer. Das ist dann keine Doppel-Null, aber das ist dann eine Doppel-Neun. Wenn du darauf Bock hättest. Und Lisa geben wir die... ...69. Wenn 99 für dich okay ist, Spongy. Und Sunny geben wir die Nummer... 27. Ich muss ja jetzt Nummern geben. Ihr könnt sie nachher noch ändern. Deswegen gebe ich die Nummern erstmal so ab. Ist ja jetzt nur ein Testspiel, da könnt ihr sie immer noch ändern. Und ja, jetzt kommt ein einziges Lizenzlied. Weil das unser Vereinslied wird. Geht daraus und zeigt mir, was ihr drauf habt. Es gibt noch Plätze zu vergeben in der Mannschaft. Ach, Eckenbrecher ist selbstgefällig. Essig auch und Herzog auch. Gut, Essig wird eh nicht spielen. Da bleibt der gute Uli.
Los, Kojo, du kannst das. Kojiro, sorry. Wüst. Abseits, verdammt. Na, aber der war gut. Ja, der war ganz knapp im Abseits, aber das ist okay. Der war gut. Komm, Team, ihr könnt das. Ein Stückchen weiter zurück. Und dann klappt das schon. Wüst, ne? Da. So, da haben wir es doch. War der schon wieder abseits? LOL. Ah ne, der war drin. LOL. Salz, der war gut. Du musst die anderen richtig salzig machen mit deinen Toren. Mit deinem Spielstil musst du sie salzig machen. Der war schön. Boah. Aber der war schön. Schön rausgespielt von unserem Team. Der Gegner kommt hier gar nicht an den Zug. Nö, irgendwie gar nicht. Nur ein Schuss aufs Tor. Da passiert irgendwie gar nichts vom Gegner. Jetzt nochmal eine Ecke vom Gegner. Ja, aber die wird sofort von Eckenbrecher rausgeholt. Der macht seinem Namen alle Ehre, wenn er die Ecke da rausholt. Spongy wieder am Ball verteilen. Oh, der war schön vorbereitet. Aber leider war der Abschluss. Beziehungsweise da war noch ein Verteidiger dran. Der wollte unbedingt. Da wollte der unbedingt. So. Also, ich freue mich über eure Leistung bisher. Weiter so spielen, Leute. Und nicht vergessen, Leute. Jeder, der selbstgefällig von euch ist, wird nicht spielen. Sag ich euch. Ich sag euch, wie es ist. Ach so, und Wüst, du wirst mal ausgewechselt. Gegen Neumann. Neumann will auch mal ein bisschen spielen. Und Gojiro, dich tausche ich auch mal aus gegen Palvic. Hoffmann, der war gut. Der war gut. Gut, von Eckenbrecher rausge... nee, da war niemand. Eckenbrecher, der war... Gut, dass der Uli da dran war. Der gute Uli. Das war nix. Schöner Einwurf. Wo Chicken auch schon wieder die gelbe her hat. Leute, es gibt kein Spiel, wo nicht einer von uns eine gelbe bekommt. Was ist das hier? Wo sind wir hier? Das ist ein Vorbereitungsspiel, keine Liga. Schön. Aber da ist die Verteidigung und der Torwart dran. Stellen sich mit allem Mann ins Tor. Parkt der Bass auf Oberliga-Niveau, beziehungsweise Landesliga-Niveau. Ja, es soll einfach nicht werden. Soll einfach nicht sein. Im zweiten.
Aber wir sind hier mehr dran als unser Gegner. Wir haben auch mehr Ballbesitz. Wir haben mehr angekommene Pässe. Ja. Läuft eigentlich ganz gut gerade für uns. Oh, schön. Schön von Salz. Und Kuro auch gut rausgespielt. Auch wenn Kuro einfach nur den Ball weitergeleitet hat. Schöner Tiki-Taka-Fußball sieht man hier. Und das ist beim Underdog eigentlich sehr oft üblich. Ah! Das war... Der war wirklich stark. Vom Torwart und vom Spieler gemacht. Hoffmann, los, schieß! Ah, da muss ich doch einstellen, dass wenn Platz ist, dass sie schießen sollen. Dann muss ich ihnen mehr diese Anweisungen geben. Dann klappt das auch. Oh, jetzt ist aber niemand da gewesen. Das war hart. Ich dachte, da geht jetzt rein. Ja. Beileg. Unser Uli. Uli, du hast den Kasten verdient. Kasten Bier. Auf meinen Nacken für dich. Kannst du mit Salz teilen, den Kasten. Ey, ihr habt euch alle den Kasten Bier verdient heute. Schön ins Eck rein. Da hat der Torwart keine Chance mehr gehabt. Boah, in der Nachspielzeit. Es musste ja irgendwann noch kommen. Den müssen wir uns nochmal anschauen. Puh. Aber der Hofmann, der spielt doch gar nicht. Der ist doch gar nicht unten auf dem... Ah doch, da. Ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen. Aber es war... Stark rausgespielt. Kann ich nichts dazu sagen. Absolut stark. Ich bin zufrieden mit der Leistung. Das war größtenteils das, was ich zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung erwartet hatte. Ihr habt's geschafft, Jungs. Ihr seid gut. Kasten geht auf meinen Nacken. Und ab geht's. Ich weiß, es war nur die Vorbereitung, aber wir müssen jetzt richtig ranklotzen. Wir müssen jetzt richtig ranklotzen. Und mit diesem Belohnungssystem, wenn ihr es schafft, kriegt ihr den Kasten. Damit schaffen wir es, Jungs. Zumindest in Vorbereitungsspielen. In richtigen Spielen, da überlege ich mir was anderes für euch. So, aber ich würde sagen, Leute, wir speichern das Ganze.